und weich. Messer, Messer, damit geht es besser. Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die Klinge ich in dich treib. Kruste, Kruste, solange ich mich nicht musste. Schneller, schneller, jetzt kommst du auf den Teller. Knurren, knurren, der Magen ist am Murren. Warten, warten, Wurst wird nicht im Garten. Ich halte dich in Ehren. Und werd dich gleich erzählen. Brot mit Butter und Wurst. Brot mit Butter und Wurst, Brot mit Butter und Wurst, Brot mit Butter und Wurst, Brot mit Butter und Wurst. Fleisch, Fleisch, zart und weich. Messer, Messer, damit geht es besser. Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die kling ich in dich rein. Verbrauchtes Seines Pokerkrieg. Der sollte sie von nahe sehen. Brot mit Butter und Wurst. 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 Geht es besser? Schneiden, schneiden, du sollst nicht lange leiden. Leib, Leib, die Klinge ich in dich treib. Kruste, Kruste, solange ich mich nicht musste. Schneller, schneller, jetzt kommst du auf den Teller. Knurren, knurren, der Magen ist am Murren. Warten, warten, Wurst wird nicht im Garten. Ich halte dich in Ehren. Und werd dich gleich erzählen. Brot mit Butter und Wurst. 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 Hallo, wunderschönen guten Abend zusammen. Wie geht's euch? Wie steht's? Ich hoffe gut. Da wären wir ein bisschen später als gedacht. Ich hatte noch Besuch und habe was gegessen und jetzt wäre ich aber soweit für ja, die wahrscheinlich finale Runde Weltenereignisse. Wobei, das eine Rätsel, das ich nicht lösen konnte, ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ich müsste da mal einen Screenshot machen, um
vielleicht mal online zu fragen, ob jemand schon dieses Rätsel da gelöst hat. Ihr wisst schon, dieses Haus, wo ich nicht reingekommen bin. Ja, Koro, auch ich bin etwas müde. Insofern mal gucken, was heute geht. Aber es waren ja nicht mehr so viele Sachen zu machen, bevor ich jetzt richtig die Story an einem Rutsch Kladderadatsch durchrushen werde. So an einem Stück, so richtig das volle Programm. Ich bin schon sehr gespannt und hoffe, dass es dann auch dadurch nochmal zu einem Spannungshöhepunkt kommt. Mal schauen. Machen wir heute erstmal hier das weiter. Ich hoffe, der Ton passt. Wenn nicht, Bescheid sagen. Ich starte mal oder ich lade mal das Spiel. Ah, ganz viele bekannte Namen wieder im Chat. Sehr schön. Hacken, Porsche, Sauber, natürlich. Kuro, Mars Attacks. Und die anderen, ich bin wahrscheinlich für die normalen auch ein bisschen spät. Also die normalen Zuschauer, die sonst so gucken. Will nach Valhalla. Skull zurück. Sehr kreativer Name, ja. Muss man sagen. Sehr kreativer Name. Mopi 89. Hallo. Und SC Fuxi. Guten Abend. So, da ist schon. So. Jetzt geht's schon los. Ihr wisst noch, wenn ihr es geguckt habt, ich habe Heidmars Rüstung komplett. Das ist der Hammer. Den kompletten Rüstungssatz mit allen Teilen. Moment, wo ist mein Pad? Dann kann ich euch auch zeigen. Da hinten leuchtet was. So, hier ist es. Das ist Heidmars Rüstung. Ein goldglänzendes Schmuckstück. Das Schild gehört nicht dazu. So, das ist Heidmars Rüstung. Die ist wirklich ganz cool. Ich habe sie entflucht mit den Runen. Das ist uns letztes Mal ja geglückt. Und damit sollte es halt ein Spaß werden. Hoffe ich. Ein wahrer Spaß. Oh ja, schaut mal, wie schön die in der untergehenden oder aufgehenden Sonne, wahrscheinlich untergehenden Sonne, leuchtet. Sehr gut, sehr gut. Und was ich auch noch festgestellt habe, kann ich euch noch mal zeigen. Und zwar, es gibt jetzt diese neue Stufe Göttlich. Nach Mystisch kam Göttlich noch als neue Stufe im Addon dazu für die ganzen Ausrüstungssachen. Und hier, schaut mal, wir erleiden hier in ganz Svartal-Alpha-Heim keinen Fallschaden mehr, wenn wir 5 göttliche Sachen ausgerüstet haben. Da ich ja inzwischen 8 Stück ausgerüstet habe, gibt es keinen Fallschaden mehr für Harvey. Das ist doch super, ne? Oh. Entschuldigung, kleiner Nieser. Aber ich bin allein hier. Ich kann hier einfach niesen, wie ich will. Ja. So ist das. Bin ja nicht in der Straßenbahn. So. Also, es kann auch schon losgehen. Wenn ihr Bock habt. Dankeschön. So, gerade mal gucken. Also, das war Svartal-Alpha-Heim. Und hier geht's weiter. Von der Story geht's hier weiter. Und haben wir jetzt noch Sachen offen? Also, genau, hier den Typ wollte ich letztes Mal überfallen und da ist es abgestürzt. Also mache ich das jetzt. Dann wollte ich nochmal zu Kara. Und hier haben wir noch so Kleinigkeiten zum Holen. Und hier das eine Haus, wo ich nicht wusste, wie ich reinkomme. Das können wir uns auch nochmal angucken. Vielleicht fällt es mir jetzt wie Schuppen von den Haaren. Mal gucken, hier ist auch noch ein Goldschatz. Ja, gut. Also erstmal den Typ noch platt machen. Den Diener, der... Was war das nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Der Wolfskopf war ein Vorbote Sutungs. So. Gut, dann auf zu dem Vorboten Sutungs. Hallo, Eulchen, Hallöchen.
Scrumble, sei mir gegrüßt auch. Wolle, auch da, sehr, sehr cool. Will nach Valhalla. Weiß jemand zufällig, ob man die Religion und den Namen wechseln kann? Wie jetzt im echten Leben oder was? Ansonsten im Spiel gibt es keine Religion, die ich jetzt führen würde. Ich bin Wikinger. Oder wie ist die Frage gemeint? So. Also, kann man hier noch irgendwo hochfliegen? Sorry, muss ich gerade doch nochmal die Karte bemühen? Nö, ne? Okay, hier ist auch noch ein... Da ist noch ein Schatz. Den könnte ich doch... Ich hole erst diesen Schatz. Moment. So. In welche Richtung muss ich? Nach da. Okay. Dann fliege ich doch da mal hin. Danny Boy, auch dir einen wunderschönen guten Abend. So, okay, habe ich in irgendeiner Höhle noch eine Truhe übersehen, aber kein Thema, hole ich mir schnell. Da hat auch noch, da ist noch eine zweite Truhe oder was? Sehr gut. Landen. Ach, hätte ich auch gerade oben drauf fahren können. Na gut, kletter ich nochmal hoch. Na, hier leuchtete doch eben irgendwas. Na toll. Ein Fake-Leuchten, alles klar. Na gut. Also doch nur da rein. Bam! Und da steht sie, die kleine Truhe. Odian! Sehr schönen guten Abend. Ich sehe satt aus, vor allen Dingen. Ich habe eben gerade mit dem Bauch vollgeschlagen und bin hier kurz vorm Spielkoma. So, hier, die Mine geht nicht weiter, aber ich wollte ja auch nur den Schatz, den kleinen. Und jetzt auf zu Suttungsvorboten. Wie gesagt, viel gibt es hier nicht mehr. Zum Glück. Ich habe fast die ganze Weltkarte, jetzt alle Weltereignisse schon geschafft. So, Schweinchen. Bosti. Du rollst auch, Sava. Ey, ich rolle gerade echt. Ich habe, glaube ich, zu viel zu mir genommen. Und dann noch ein bisschen gequatscht und nebenbei Bares für Rares geguckt. Bares für Rares finde ich super. So, da müsste gleich Suttungsvorbot kommen. Denn? Oh, da sind die Wölfe. Okay. Das ist einer von den Wölfen dann wahrscheinlich. Aua. Oh, da kommt schon noch einer. Ich sehe ihn. Guten Abend. Ja.
So. Also, es war doch keiner von den Wölfen, aber da hinten versteckt sich Sutrungsvorbote. Gerade mal schauen. Ah, noch mehr Wölfe, okay. Also ein weißes Wolfsrudel und einer ist der Boss. Beschütze sie mit deinem Leben. Aber warum? Die reden. Ich hätte erst zuhören sollen. Und er gibt's mir mit seiner komischen Lanze, ey. Goldjörner, Jüttner. Jetzt hat er sich zurückverwandelt. Hey, ihr habt gefolgt. Oh nee, Sohena. Guten Abend zusammen. Dankeschön. Auch dir guten Abend. Das ist aber lieb. Ich bedanke mich aufs Herzlichste bei dir, Sohena. Für die monatelange währende Treue. Energie hier. Warum trifft er nicht? So, sind nur noch wir zwei übrig, mein Lieber. Na komm, zeig, was du kannst. Du Goldjötner. Na, ist schnell. Und toll. Toll. So, Hela, Start und Select kommt. Die Mini-Folge hast du gesehen, die ich zum Wochenende online gestellt habe, oder? Die Überbrückungsfolge. Da ist er tot, der Liot. Und wisst ihr was? Oh, ein YouTube-Helm. Bevor es jetzt zu langweilig wird, ich wechsle einfach mal die Fähigkeiten. Weil ich mit denen komme ich zwar super klar, aber... Vielleicht ist es auch cool, einfach mal die neuen auch auszuprobieren. Ich tu mal die zuweisen, die Axt. Was war denn hier noch neu? Das haben wir noch nicht gesehen. Helheims Jähzorn. Sieht eigentlich auch ganz geil aus, könnte man ja auch mal zuweisen. So. Auch lustig. Man täuscht den Tod vor und bringt dann im Liegen einen um, aber ja, es ist mir zu defensiv. So, und mal hier, giftiger Schlag. Nee. Rennen und packen ist cool, aber kennen wir auch schon. Das ist, kann ich auch. Schlachtruf, was war das? Plötzliche Raserei. Oh. Komm, das können wir auch nochmal zuweisen. So, haben wir da mal drei neue zugewiesen und gucken uns mal an, wie das später aussieht. Alles klar. So, Hila, okay, ich eile. Ich könnte eigentlich jetzt schneiden. Dann höre ich einfach auf zu streamen. Nee, ich setze mich morgen nochmal ran. Oh Mann. Ja, weißt du, warum es so lang dauert? Also es hat zwei Gründe. Zum einen habe ich mich nicht so gefühlt und zum anderen...
nervt es mich ein bisschen, dass es bei der Aufnahme ein Tonproblem gab und ich kann es nicht komplett rauslösen. Also man wird immer ein bisschen hören, dass der Ton nicht perfekt ist bei der nächsten Folge und das nervt mich persönlich einfach sehr an, weil ich möchte natürlich auch das perfekte Ergebnis, also soweit das bestmögliche Ergebnis liefern halt, ne? Naja, so ist es halt. Muss mir das mal auf der Karte kurz angucken. Okay, hier rechts ist der erste. Also ist das der erste. Muss ich da unterirdisch rein oder wie komme ich da hin? Was siehst du, alte Freundin? Ja, alte Freundin. Was siehst du? Okay, also da ist einer unten drin. Vielleicht den zuerst, ich markiere mir das mal hier. Ah. Hier ist noch irgendwas? Was ist denn da? Moment. Das ist noch ein Auftrag? Okay. Zeig mir, was vor uns liegt. Habe ich das schon geschafft oder was ist das für ein... Ich markiere es mir nochmal. So, okay, dann... Die werden sofort angreifen. Kein Fallschaden. Göttliche Rüstung. Das ist der Traum einer jeden Feuerriesenprinzessin. Da steht eine. Ein Auftrag, den ich noch gar nicht auf der Kette hatte. Okay, ich gucke ihn mir mal an. Hast du dich verlaufen, Arse? Kommt darauf an. Ich suche jemanden. Mir wurde gesagt, ich würde sie hier finden. Vielleicht kennst du sie. Eine Feuerriesin. Etwa dein Alter heißt Aesa und ihr Vater ist, wie sage ich es, ein aufgeblasener Narr, der sich für einen Gott hält. Nie von ihr gehört. Dann wird es dich sicher nicht stören, wenn ich etwas bleibe und meine Füße in dem Feuerbad wärme. Ich habe einen besseren Einfall. Ah. Kehr um. Geh dorthin zurück, wo du herkamst. Und pass besser auf, wo du hintrittst. So heißt man neugierige Besucher aber nicht willkommen. Aber hallo. Willst du den nicht wegpacken? Warum? Hast du Angst, dass ich weiß, wie man ihn benutzt? Ich bin sicher, dass du ihn benutzen kannst. Recht passabel sogar, aber dann müsste ich dich töten. Keine Sorge, das wirst du nicht. Eine Frau nach unserem Geschmack, okay. Erspar es dir, Aesa. Es gibt einen einfachen Ausweg. Wo bliebe denn das? Bossfight. Da können wir doch vielleicht nochmal einen Screenshot machen. Der was taugt hier, oder? Kriegen wir hin. Erstmal gucken. Also das wäre der Hintergrund für den Screenshot, den ich will. Ah, gucken wir mal. Schon regnet herab! Ah,
zu dicht dran, aber... Ja, da ist ein Clipping-Fehler, den will ich nicht screenshotten. Und der... Ah, da guckt sie blöd nach unten. Da gucke ich weg. Oh Mann. So, und jetzt... Das macht man nicht alles für einen geilen Screenshot, ey. Jetzt brenn ich, verflixt. Jetzt so dunkel. Aua. Oh, ich brenne schon. Schon wieder da reingelatscht. Oh Mann. Ich muss sie mal hier rüber locken. Tod regne herab! So, mal sehen, was der taugt. Na, der ist schon mal nicht so verkehrt. Den mache ich gerade mal. Damit ich schon mal einen hab. Oder was meint ihr? Der ist doch schon mal ganz nett. Nicht wahr? Lazarus, schönen guten Abend. Dieser Anhänger verleiht ihr dieselbe Gabe, wie ihr Vater sie besitzt. Oh. Die lädt sich da auf. Das ist nicht gut. Dieser Anhänger verleiht ihr neues Leben. Ich darf nicht nachlassen. Nein, ich wollte stampfen. Haben wir hier? Taugt der was? Ah. Naja, so mittelgeil mit dem Effekt, ne? Ne, das sieht irgendwie komisch aus. Feuer frei! Der hier. Nein, und ich stehe in die falsche Richtung. Ansonsten wäre er cool gewesen. Von der Seite sieht er cool aus, aber jetzt der Hintergrund blöd. Hark.
Rennt er einfach in die falsche Richtung los. Feuer frei! Großartig. Auch nicht schlecht. Aber ihr wisst, was ich will. Lex, alles klar. Aufhören, sich da dauernd aufzuladen? Schon. Feuergeißel! So, was ist der denn, Bruce? Danke dir! So, nee, das wird nichts hier mit den coolen Screenshots. Ich merk schon wieder. Jetzt hätte ich einen Betäubungsschlag machen können, Mist. Oh! Was ist hier los? Alter. Er lebt nicht mehr auf. Oh, das war knapp. Nein! Ich muss diesen Betäubungsschlag mal anbringen. So, wird das was? Auch nett. Der Henker.
Da bringt er ihn mit seinem eigenen Beil um, aber. So, der ist auch tot. Die ist aber auch gleich dran. Komm, Acer. Jetzt hört es einfach auf, weil ich sie fast fertig gemacht habe. Lassen wir den Plunder aus dem Spiel, ja? Aha. Oh nein. Göttliche Häme. Streck mich nieder, ich ertrage es nicht. An deiner Stelle würde ich mir die scharfe Zunge für einen passenderen Augenblick aufheben. So trug kein solches Schmuckstück. Und doch hatte auch er Schwierigkeiten damit zu sterben. Du warst das also in Atri. Ja. Welcher Zwist hat dich dazu gebracht, mit meinem Vater zu kämpfen? Er hat meinen Sohn entführt. Und nun lasse ich deinen Vater von seiner eigenen Medizin kosten. Beweg dich, auf dass ich sein Kind gegen das meine tausche. Zipp ne Kuh. Offenbar kennst du meinen Vater schlecht. Dein Sohn. Baldar, nehme ich an. Er hat etwas, das mein Vater braucht. Und wenn dem so ist, nimmt Papa eher meinen Tod in Kauf, als deinen Forderungen nachzugeben. Wenn du deinen Sohn zurück willst, wirst du etwas weitaus Wertvolleres als mich zum Handeln brauchen. Ich, seine eigene Tochter, werde schlicht nicht genügen. Dann gibt es keinen Grund mehr, warum du atmen solltest. Acer, wir haben es gefunden! Wir haben... Oh! Was gefunden? Oh, oh, Zwerg. Was habt ihr gefunden? Acer wird nicht wollen, dass ich das sage. Acer ist nicht mehr hier. Ich schon. Der erhabene Asgards. Man nennt mich der Wütende. Und du hast meine Laune in der Hand. Ein Wandbild. Acer glaubt, es könnte ihr helfen, in ein altes Gewölbe zu gelangen. Es ist in einer Höhle. Da drüben. Solange Sword lebt, wird mein Sohn sein Gefangener sein. Aber wie tötet man etwas, das nicht getötet werden kann? Wenn der Tod nicht seine Schwäche ist, muss ich etwas anderes finden. Zeitpunkt. Zeitpunk. Alles klar. Dann ab jetzt Zeitpunk. So, und ich muss aber gerade mal suchen, dass ich zumindest noch finde, wo diese drei Schatztruhen verborgen sind. Das Wandbild wahrscheinlich. Das können wir uns ja noch angucken. Oder ist das jetzt schon zu viel Story? Ich wollte ja erst alles hier fertig machen. Ah, egal. Da gehe ich jetzt rein. Das Wandbild, das Acer gesucht hat, sollte irgendwo in dieser Höhle sein. Sie glaubt, hier wäre etwas von Wert zu finden. Ich muss herausfinden, was es ist. Jetzt könnte ich Loki brauchen. Er hatte immer einen Riecher für Schätze. Es nimmt kein Licht zu Atem. Ich höre das Feuer. Thank you.
reicht dir dein Wandbild, Acer. Dann mal sehen. Ja, gucken wir uns mal das Wandbild an. Albenzeichen. Einige von ihnen könnten auf Gipfel oder Berge hinweisen. Du da, kannst du mir das vorlesen? Ich? Ich kann's versuchen. Na, mach. Runen sind für mich schwer zu entziffern. Du wirst dich besser anstellen als ich und das muss reichen. Wird ein altes Gewölbe erwähnt? Eine Tür, ein Geheimeingang vielleicht? Nein. Aber ich erkenne das hier. Zwei große Berge im Norden, darüber Sonne und Mond. Mehr nicht? Bedauere, Aase. Wir sind einfache Bergleute, keine Gelehrten uralter Schriften. Keine Sorge, ihr wart mir eine große Hilfe. Naja, hoffen wir's. Das Gewölbe befindet sich zwischen zwei großen Bergen im Norden. Dort sollte ich suchen. So, da braucht die eine Truhe. Wart! Vitalität! Ah! So, mehr gibt's hier auch nicht, außer dem Wandbild, dem Hinweis. Schnauze. Na, wo ist denn hier die Kiste? 67 Meter. Da. Das brennt! Die habe ich schon. Das war ja, den Special Move habe ich glaube ich noch nicht ausgereizt hier. So, war's das oder sind hier noch welche? Dann ist da oben noch. Ah ja. Zwei Stück. Einer. Hier fliegt keiner.
So. Zeig mir diese blöde Kiste. Ist da noch einer? Ist noch nicht tot. Jetzt aber. Jetzt aber. So. It's Quirin. Ist das dir jetzt hier empfehlenswert? Naja, wenn du auf so Götterwelten stehst, schon. Zu Assassin's Creed an sich trägt es wenig bei. Geht dich gar nichts an. So, wo ist denn diese Truhe? Geht's doch noch rein. Da guck ich mal. Da ist sie, die Gesuchte. Eine Erweiterung mit Lagertha und Björn Eisenseite. Ja, das wäre natürlich schon mal auch ganz cool. Nachdem ich, wie gesagt, hier schon das Grab von Ragnar Lodbrok gefunden habe und Lagerthas Waffe besitze. Why not? So. Gut, die hätten wir jetzt alle. Jetzt fehlt nur noch die eine Truhe hier. Hilf mir, sei meine Augen. Hab ich die da noch übersehen? War die doch noch in der Mitte irgendwo? Oder ist die da oben? Da könnte ich ja mal hinklettern, oder? Nochmal eins, zwei Stockwerke höher klettern. Mache ich das mal. Nach oben klettern. Na klar, machen wir doch alles hier. Also sie liegt zumindest nicht höher, sonst wird sich da jetzt die Meterangabe verändern. War ich ja drin. Auf den Weg, ja? Schnauze, lass mich hier in Ruhe suchen. Ich muss sehen, was du siehst. So, da bin ich jetzt und ich muss mal so ein bisschen nach rechts noch, oder wie? Oder rechts und hoch, okay. Huh?
So, mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Irgendeine kleine Truhe muss hier noch sein. Aber ich habe spät angefangen. Insofern, schön, dass du noch da warst. Dann schlaf schön. Hallo Bomber Bob. Ah, okay. Das sieht wohl nicht. Oh. Ups, nicht aufgepasst. Es stinkt, verdammt! Es stinkt? Es brennt. Ich verteile mal meine Fertigkeitspunkte noch, bevor die hier verschimmeln. ...535 Maximalstufe wieder. War's das? Tatsächlich. Oder? Nee, nichts vergessen. Ich habe keine mehr hier zum Verteilen. Okay. Maximalstufe wieder. Na schön. Gut, gut. Dann kann ich sie nur noch in der Mitte verteilen. So ist das. Trotzdem würde ich gerne noch diese eine Truhe finden, um das abschließen zu können. Doch hier drinne sein. Alter, die ist es nicht. Denn diese eine Truhe noch? Da unten ist noch irgendwas. Naja, ich muss aber trotzdem erst nochmal Pipi machen. Rice war wieder campen, der alte Wikinger, wie geil. Bin schon zurück. Na,
Nein, kein Toilettenpapier, nur Pipi. Ich finde das toll, was du so erlebst, Rice. Ah, hier geht's noch ein bisschen runter, okay. So. Ja, jammert nur ihr Zwerge. 25 Meter, wo ist die Kiste? Ich meine, ich war ja schon mal hier. Ich habe sie nur übersehen. Da komme ich doch her. Da oben. Ich fühle mich schon stärker. Also wurde doch hier gerade angezeigt. Weit kann sie nicht sein. Da! Das wär's. Ja, ja, ich gehe ja schon. Aber dieses Titan werde ich doch noch mitnehmen dürfen. So. Immer noch nicht genug Titan, okay. Aber hierfür vielleicht, ja. So. Gut, dann kann ich ja mal gucken, wo es noch weitergeht. Langsam dürfte ich wirklich alles haben hier. Ah, da liegt noch dieses Tattoo, okay. Da bin ich nicht reingekommen. Hier ist noch dieser eine kleine Schatz, okay. Hier oben. Von wo kommt man da oben drauf? Das könnte ich doch mal machen. Vielleicht von dem Berg hier. Oder von da unten hochfliegen. Das wäre vielleicht auch was. Ich probiere das mal. Von da unten auf den Berg hochfliegen. Lass dich nur nicht von den Raben wegholen, mein lieber Rice. So. Wo ist der, den ich markiert habe? Der da? Eieiei. Ob das reicht von der Flugkraft her? Ich probier's. Steil nach oben.
könnte gehen. Ich glaube, ich muss allerdings auf die andere Seite von diesem Fels. Oh oh, wo ist der Eingang? Da. Yes. Hat geklappt. Von wegen. Jetzt knallt es, geil. Wie die Fantastischen Vier. Den muss ich wegkriegen. Der beschwört nämlich immer die anderen neu. Oh, das war knapp, das war knapp. Gut. Hey. Vorsicht hier. Wie viele sind das dann hier noch, ey? So. Jetzt aber auf zum Klutklauen. So. Die hätten wir also. Sehr schön. Fehlt noch was. Wer hat noch nicht? Das hier. Komm, das Ding holen wir.
Ihr habt aber echt noch nichts zu Heikthumas Rüstung gesagt, die ich da trage. So rein optisch, diese Zwergenrüstung. Gefällt sie euch? Ich meine, dafür, dass ich sie sehr lange gesucht habe, also muss sie mir ja quasi gefallen. So, auch diesen Schatz hätten wir. Sie passt perfekt zur Bosse. Ja, das stimmt, Olchen, da hast du recht. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Sieht schön wild und fancy aus, ja. Das freut mich, dass sie euch auch gefällt. Dann trage ich sie nämlich umso lieber. So, jetzt fliege ich noch dahin. Schnellreise nach dort. So, mal gucken, was ich da für eine Truhe vergessen ab. Und wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Mitten in der Lava. Ich will ja eigentlich gar nicht mit euch kämpfen, ich wollte nur eure blöde Truhe. Deswegen, ich gucke einfach gerade, wie ich weiter hier wegkomme. Mehr als die Truhe war da ja nicht. So, also. Es gibt zwei Story-Optionen. Azars Story weitergehen und das Relikt suchen. Ich glaube, das wäre das Erste. Elsa sollte ich eigentlich noch gar nicht finden, glaube ich. Und dann hätten wir noch hier diese eine blöde Rätsel. Ich glaube, ich gehe nochmal zu dem einen blöden Rätsel, dass ich... Oh, und hier hinten der Typ. Okay, zu dem Typ da hinten und dann das eine blöde Rätsel. Und hier oben wollte ich nochmal hin. Oh, so viel zu tun. Ups. Wie schnell reise ich? Ich muss erst aus diesem Gebiet raus. Moment. Sperrgebiet verlassen.
Jetzt kann ich die Schnellreise benutzen. So. Oh nein. Den markieren. Und Schnellreise. Wie immer noch nicht verfügbar. Hey, Anorex, danke dir. Genau, die wollten sie mir nicht kampflos geben, die Truhe, Koro. Das hast du ganz richtig erkannt. Okay, ich renne noch mal ein paar Meter. Wenn er die Waffe wegsteckt, sollte die Schnellreise auch wieder verfügbar sein. Denke ich mal. So, jetzt aber. Na also. Dann viel Spaß hier, Anorex, auf diesem Kanal. Wir spielen Retro-Spiele, Indie-Spiele und Assassin's Creed. Und manchmal noch was anderes. So, ganz da hinten. Ich flieg mal so weit ich kann. Ey. Ey, wo fliegt ihr denn hin? Da hinten sollst du hinfliegen. Sayaka, hallo! Wir machen gerade die letzten Weltereignisse und haben schon die ersten zwei Story-Kapitel freigelegt, quasi zum fetten Einstieg. So, wo ist der Bursche? Wo ist der Bursche? Hinter dem Berg? Direkt hinterm Berg? Da will ich nicht hinterm Berg halten. Da unten muss er sein. Oh ja, da sind Wölfe, alles klar. Dann lande ich mal direkt drin. So. Feuer frei! Ah ne, Luchse sind das hier, gar keine Wölfe. Starke Luchse sogar. Wandelluchse. Ja, für euch geht das ganz schnell hier. So, dein Herr ist tot. Was willst du noch von mir? Eben, dachte ich mir's doch. Ah, du hast schon gelurkt. Super. Ja, heute ist ja nicht so viel zum Quatschen. Es sind ja noch die restlichen Weltereignisse. So, Güger haben wir auch erschienen. Schlagen, ausgeschaltet.
Jetzt habe ich auch, glaube ich, die ganze Jötun-Rüstung. Hohoho. So. Also, wie gesagt, Story geht da schon weiter. Das gucke ich mir jetzt nochmal an. Die neuen Herausforderungen Makara. Jetzt müsste ich ja eigentlich alle möglichen Heldensagen auswählen können. Sonst alles okay, Sayaka. Ich bin froh, dass es gerade schöneres Wetter ist und es ein bisschen sommerlicher draußen riecht, so nach Frühling. Da geht es mir doch gleich schon besser. So, Kara, dann lass mal hören. Lass mich die Belohnung sehen, deretwegen ich hier kämpfe. Eine legendäre Wahl. Okay. Also, schauen wir mal. Kannst du dir ohnehin nicht leisten. Noch nicht. Noch nicht, die Dame. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Und bestimmt wirst du sie reichlich ausschmücken. Oh ja. Das hoffe ich doch sehr. Ich freue mich darauf. Zeig es mir! Das Blut, das Chaos, die Schreie! Einmal bekämpfte ich einen, der mich verraten hat. Oh nein, die hat die besoffenen... Hör gut zu, ich erzähle, wie es geschah. ...besoffenen Ansicht gewählt. Die hasse ich. Die würde ich freiwillig wirklich nicht nehmen. Ey, ey! Eieiei, come on! Was ist denn das hier für ein harter Hund? Das ist Duck. Das ist doch der eine Tränger, den ich da getötet habe, mal im Hauptspiel, oder? Valhall hat keinen Platz für die Vorsichtigen. Was? Graubart auch noch, mein Freund? Lässt er gegen mich kämpfen? Verleiht mir Kraft. Sie sind dir nicht gewachsen, Dränger. Hä?
So, noch ein Treffer. War der Sieg mein. Na nee, war's schon. Ewig sein wird. Wie viele Marken gibt's denn dafür? Hundertzwanzig. Naja. Noch eine. Ah, ich habe noch fünf Stück immer noch nicht, okay. Volle Kanne. Volles Risiko hier, komm. Ich nehme alle. Und die eine habe ich noch nicht gefunden, okay. Also, ich mache mal das Ganze hier mit voller Prahlerei. Mal gucken, wie das sich spielt. Bestimmt hart. Lady White, ich danke dir vielmals für deinen Follow. Also, maximale Schwierigkeitsstufe für diesen Kampf. Ne, nicht ganz. Es fehlt eine Prahlerei. Die habe ich noch nicht gefunden. Zeig uns deine Ruhmesgeschichte. Okay. Lass mich von dem Tag berichten, da ich drei Krieger bezwang. Oh, boah. Ohne Waffen kämpfe ich. Echt, das habe ich. Oh, ich hätte mal genauer lesen sollen. Oh, nur Faustkampf. Beeindruckend. Oh, ich bin gestunt. Ich kann mich nicht bewegen. Scheiße. Okay, das kann man. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. War zu. Habe ich es übertrieben. Großer. Nur mit den Fäusten habe ich die größten Krieger Asgards bezwungen. Betrunken. Klar. Oh. Und ich lade mich nicht mehr auf. Fast. Oh Mann. Ei. Ist klar. Nein. Oh.
ich glaube, das war's gleich für mich. Aua! Hier sind keine Pilze mehr. Nein! Weich doch aus, bitte. Echt keine Pilze mehr. Nicht noch so ein kleiner Pilz. Sonst hat die Prahlerei gleich ein Ende. Nee, ich glaube, das war's. Aber ich kann mich noch. Du bist gut. Nee, es sind keine Pilze mehr da. Oh no. Doch, einer noch. Komm, ein Treffer. Oder zwei. Zwei Faustschläge. Komm, schaff's noch. Nein! Ah, der Blitz hat ihn erschlagen. Vor mir stand nun ein mächtiger Gegner. Huiuiui. Ach, es geht noch weiter. Das war erst die erste, erste Runde. Ja, okay. Das wird nix. Das wird nix. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Ja, es ist dein Leben, um ihres zu nehmen. Nee, also man darf nicht zu viel Prallerei machen, sonst wird das nix. Aua, aua. Okay, okay. Es war mal ein Versuch. 13 Prallereien sind ein bisschen zu krass. Ich komme wieder, Kara. Wenn ich die letzte Heldensaga gefunden habe. Die wird ja dann wahrscheinlich hier sein. Ich gehe da jetzt nochmal hin, zumindest um Screenshots zu machen, um später mal auf Twitter zu fragen, wie man da reinkommt. NC, hallo! Scammind, Hallöchen. Dann trinke ich doch mal einen großen Zug aus der Pulle. So, fliege ich noch mal zu dem Haus rüber. Und weiß nicht, also ich hoffe, es kommt mir noch ein Gedankenblitz. Ich kann ja hier schon mal einen Screenshot machen. So. Also ich screenshotte das jetzt mal, damit ich später auf Twitter Leute, die es vielleicht schon gelöst haben, finde, die mir da einen Tipp geben können. So, also,
vor dem Haus ist die Bäuerin mit ihrem toten Mann, mit dem sie nochmal reden will. Und ich brauche einen Schlüssel, um reinzukommen. So war das. Und nirgendwo liegt was. So. So, das wäre mein erster Screenshot. So, jetzt ist aber die Frage. Also ich kann ja nicht nochmal mit dir reden. Und hier in das Haus komme ich ohne diesen Schlüssel nicht rein. Ich mache mal auf der Karte noch einen Screenshot. So. Karte gescreenshottet. Moment, so ist besser. Da sieht man noch, das Ding heißt. So. Ja. Da ist verschlossen. Und ich brauche einen Schlüssel. Das ist bestimmt ein wirklich billiges Rätsel. Moment, jetzt das Licht nochmal schöner. Ich mache nochmal einen Screenshot. Mal sehen. Suche ich mir nachher aus, welcher mir am besten gefällt. So, guten Abend Isabella. Ich bin nochmal zu diesem Haus zurück vom letzten Mal, weil das letzte Rätsel ist, das mir hier fehlt von den Welträtseln. Vielleicht ist der Schlüssel auf dem Baum. Ich kletter mal auf den Baum. Bäume sind immer ein guter Hort. Okay, er will nicht. Doch. Okay, man kann hier wirklich hochklettern. Vielleicht liegt hier wirklich noch was. Na, jetzt hängt er hier rum und bewegt sich nicht mehr. Toll. Jetzt kann ich mich nur noch fallen lassen, oder was? Oh, super. Klettern ist hier nicht so easy. Ich kann ja hochfliegen, meine Güte. Aber da liegt doch auch nichts. In dem Baum liegt nichts. Wird er mir doch anzeigen, wenn da der Schlüssel wäre, oder?
Sühnin, leite mich. Nee, ein Baum ist nix. Das habe ich ja eigentlich auch schon probiert, den hiermit wieder zu beleben. Wenn die doch noch mal sagen würde, was sie mir am Anfang gesagt hat, dass ich mir das noch mal anhören kann. Efrem, Hallöchen. Willkommen hier. Oder es ist ein Bug. Im Zweifelsfall. Suche ich hier ewig rum und da kommt man gar nicht rein. Das kann man leider nicht aufschießen. Ist die blöde Tür mit dem Schloss. Geht so nicht kaputt. Ich brauche echt einen Schlüssel.
Jetzt fängt es dann noch an zu regnen, oder was? Alles ist gegen mich. Tja. Keine Ahnung. Alles vernagelt. Alles dicht. Ich mache von dieser Tür nochmal einen Screenshot. Aber ja, tja, ey, keinen Plan. Keine Idee. Warum hier dieser Huga-Schrein steht, normal stehen die ja auch nicht grundlos rum. Aber ich wüsste nicht, mit welcher Kraft ich hier weiterkommen sollte. Also. Rihanna war blüh, nichts geht mehr. Also gut. Ephraim, ja, finde den Schlüssel. Wenn es so leicht wäre, weil ich wüsste nicht, wo der noch sein könnte. Die Frau hat am Anfang irgendwas gesagt und ich weiß auch nicht mehr, was sie gesagt hat. Dass sie nochmal mit ihrem Mann da reden will, aber den genauen Wortlaut weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe keine Idee, was ich hier noch übersehen könnte. Und es ist das letzte Welträtsel. Ansonsten geht es jetzt hart mit der Hauptquest weiter. Tja. Tja. Schön wäre es gewesen, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Okay, ich fliege noch einmal mit dem Vogel rum, ob ich noch irgendwas entdecke. Überblicke das Land, Freundin. Sühnen. Such. So, hier auf den Baum zu klettern bringt, glaube ich, nichts. Das heißt, wenn ich es schaffen würde. Da ist der Schrein. Das ist das Haus, wo ich nicht reinkomme. Das ist schon weg. Vielleicht da hinten. Ist da noch was liegt? Wüsste ich aber nicht wie. Ephraim, dank dir. Freut mich, dass es dir gefällt. Komm gerne wieder. Ja, aber nee. Auch Sühnen sieht nichts. Irgendein Brunnen oder sowas. Gut. Dann nicht.
Ist aber auch hübsch. Im Mondenschein. Das gefällt mir gut. Landschaftlich. Nun gut, dann Freunde der Nacht, gehe ich mal noch, ich mache jetzt noch die erste Story-Mission. Die hier. Frithjof. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Nächstes Mal geht es dann richtig los. Auf der Suche nach Baldr. Rice, wie findest du 21 Pilots? Die Songs von denen geben mir immer nostalgische Gefühle an die Kindheit. Ich muss zugeben, ich kenne die überhaupt nicht, leider. Aber wenn du die gut findest, sollte ich da vielleicht mal reinhören. Baldr gehütet und seine Mutter gerecht. Natürlich. So. Jetzt muss ich das Haus finden. Das ist da drüben. Oh, kann ich ja mal hinfliegen. Hab den Ort ja schon erkundet. Okay, ach so, irgendeins von diesen Häusern. Ich land mal auf dem Großen. Loki und ich brachten Baldr einst hierher, nach Uldar, als er ein Kind war. Nun sind beide Gefangene. Loki zu Recht durch meine Hand und Baldr zu Unrecht durch Surtz. Ich muss gerade, bevor ich suche, nochmal Pipi gehen. Pipi machen gehen. Wir sehen uns gleich. Dauert nicht lang. Die Wölfe habe ich natürlich schon gesehen. So, dann suchen wir mal das Häuschen. Rice, hast du denn schon jemand, der gerade Baldr austrägt, oder ist das so ein fixer Gedanke? So, welches Haus könnte das denn sein? Oh, oh, oh. Gold auf den Straßen. Das Haus, das ich suche, kann nicht weit sein. Es passt zu Gunnbjörgs Beschreibung. Das war da ja eigentlich schon drin, glaube ich. Oh. Was ist hier geschehen? Das hatte ich ja schon untersucht. Ich untersuch's nochmal. Jemand wurde geschlagen, womöglich gefoltert. Und dann hier über den Boden gezogen. Frithjof schreibt von Kerkerzellen in Uldar. Also könnten aufständische Zwerge wie diese Türe durchaus noch leben.
Schmuck für jede Gelegenheit. Dieses Gebäude war sicher der Schauplatz wichtiger Augenblicke im Leben vieler. Und das wurde daraus. Die Handwerker, die einst hier arbeiteten, ihr Lebenswerk. Wie unwichtig diese Schmuckstücke nun wirken müssen angesichts dessen, was geschehen ist. So, dann sind oben bestimmt noch Hinweise. Und was haben wir hier? Noch ein Hinweis. Die Söhne Ivaldis versuchten Frithjof vor den Feuerriesen zu warnen, die sich in Ulda ausbreiteten. Ob er diese Nachricht wohl je erhalten hat? Dann gute Nacht, Ephrem, und gute Nacht, Eulchen. Ja, lurke noch ein bisschen. Also, ich mache jetzt auch nur die Mission hier noch. Hier wurden Nachrichten ausgetauscht, aber Frithjof war unvorsichtig. Muspels Volk hat davon erfahren, ihm aufgelauert und ihn mitgenommen. Dann also zu den Kerkerzellen. Ich muss in die Gießerei gelangen. Na, da war ich doch schon. Da war ich doch vorhin schon. Aber gut. Strecke deine Flügel, Sühnen. Da hinten. Okay. Ah, ich kann keinen Raben benutzen. Muss ich noch ein bisschen laufen. Na gut. Von Ulda ist schwach. Das war es immer. Zu beschäftigt damit, sich um ihre Minen zu zanken. Wahrscheinlich haben sie sich kaum gegen die Eindringlinge gewehrt. Der Gießerei zu schaffen. Die kleinen dreckigen Maden wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Nein, wollte ich nicht. Du solltest nicht hier sein. Psst. Jumper, hallo. Ja, wir kämpfen uns noch hier dieses Kapitel vor. Das machen wir noch heute. Hier, ich kann die Hitze der Schmelzöfen spüren. Ich verstehe, warum die Feuerriesen ihre Gefangenen hier halten. Sie kochen jede Hoffnung aus ihnen heraus.
Mich dauern die Zwerge hier. Wenn dies ihre Zukunft ist, dann kann Ragnarök für sie nicht früh genug kommen. Ich hingegen schmiede mein eigenes Schicksal. Okay, jetzt kann ich mit denen reden. Sehr gut. Du da, bist du Fridtjof? Ich kenne keinen, der so heißt. John, danke dir. Gut, du kennst Fridtjof nicht. Ist aber blöd von dir. Ich suche Fridtjof. Sie haben ihn nach unten gebracht. Nach unten? Ja? Wir sind gerettet. Danke. Hast du Wasser dabei? Nein. Wer von euch ist Fridtjof? Fridtjof? Nein, ich bin... Das ist mir egal. Sehr nett. So, nach unten gebracht. Okay, wo geht's denn nach unten hier? Hast du nicht einfach gesagt, du wärst Fridtjof? Das hätte uns vielleicht hier rausgebracht. Was sollen wir tun? Wenn wir fliehen, fallen sie uns einfach wieder ein. Oder schlimmer. Fridtjof! Ich kenne ihn nicht. Bitte, bitte töte mich nicht. Nein, ich töte dich nicht. Verpiss dich! Sonst denkt die Wache, ich hätte dich gerufen! Fridtjof! Bist du da? Fridtjof! Nichts. Fridtjof! Bist du es? Fridtjof! Fridtjof! Bin Gublimave! Gott, wie mach's! Nein! Du kannst nicht Fridtjof sein. Aber du kennst ihn. Bist du dann also Türe? Türe, ja. Dere. Gadrimas, einer Mindach Jedewe. Dere. Fridtjof. Weißt du überhaupt, wo er ist? Fridtjof. Ja. Fridtjof. Dere. Warte. Warte mal. Verstehst du mich? Und du hast noch nie Maruos Rossenima. Bleib einfach hinter mir und sei still. Okay. Ja, Fridtjof. Tür da rausbringen. Halt doch den Mund. Ja. Tria, well, bitte Gwida. So, folge mir raus aus diesem Kerker. Nun vor alle Augen verstecken und leise verschwinden. Bleib bei mir. Okay. Also, ich muss mich noch aufladen oder reicht das so? Ah, mal gucken, ob das reicht. Sieht aus, als ginge es für die geschwätzige kleine Zwergin in die Grube. Jetzt erzählen, ein Hase hätte es so ganz alleine besiegt? Nie im Leben. Hier raus? Oder? Ich hoff's mal. Dann kann sie jemand anderem mein Ohr abkauen. Die kleine Nervensäge. Ausgerechnet hier sein.
Asgard versteckt sich vor niemandem. Du, stirb gar nicht. Dann suchen wir mal Frithjof. Wohin? Ja, Frithjof. Ja, such Frithjof. Hey. Wohin führst du mich? Türe! Hake, du hast mal geguckt. Zwei Fähigkeiten brauchen wir für das Rätsel. Welche denn? Türe. Ein guter Name. Wie Türe aus Asgard. Betty Sona. Egal, wir sollten uns beeilen. Hey, das Boot wackelt. Wo lang geht es zu Frithjof? Sein Motorboot, wa? Es klemmt unterm Steg, oh nein. Oh, jetzt will sie auch noch. Jetzt will sie schwimmen? Nee, die will ins Boot. Ich schwöre dir, wenn du mich in die Irre führst, gibt es Ärger. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass du dieses mächtige Kriegsschiff von da oben sehen konntest. Wie dem auch sei, ich nehme an, wir können wohl nicht einfach zu Frithjof segeln? Nee. Wieder dann beginnt nun die Saga von Türe und dem Erhabenen. Okay. Nur sei so lieb und sag nichts. Sag mir jetzt nichts. Finden wir dieses Relikt. Ja, den auch. Geh voraus. Ich will gerade noch was gucken bei den Huga-Fähigkeiten. Müsste das ja dabei sein, Hacke, ne? Wiedergeburt und fertig. Warte mal, Wiedergeburt müsste theoretisch hier dabei sein. Kraft der Wiedergeburt. Fertighorde. Aber wie macht man das? Ich hab das ja schon. Oder? Ja, ich müsste eigentlich gekauft haben. Hier, die habe ich noch nicht gekauft. Aber das habe ich ja gekauft. Also müsste ich den ja eigentlich wiederbeleben können. Hm. Also lag ich eben mit meiner Vermutung schon relativ richtig, dass man den wiederbeleben muss, und zwar mit dieser Fähigkeit, mit der Wiederbelebung. Aber ich habe nicht rausgefunden, wie man diese Fertighorde aktiviert. Muss ich gleich nochmal checken. Danke für den Tipp. Jetzt erstmal Frithjof. Hä? Na komm. Was machst du denn? So. Oh. Ich sehe es. Bleib auf Eis. Wir dürfen nicht länger töten. Bring genau. Mich zu Frithjof. Frithjof, ja. Nee, wird nicht getrödelt. Hey. Deine Sprache lässt mich vermuten, dass du nicht von hier bist, richtig? Oh, clever. Bedro Weifurt. Du hast dir einen tollen Zeitpunkt ausgesucht, um nach Svartalfheim zu kommen. Wo führst du mich hin, Türe? Frithjof, rydyn ni'n mynd i achub Frithjof. Da. Ah,
darauf halte. Nun gut. Das ist ein Zwergenzeichen. Die Söhne Ivaldis waren hier tätig. Aber jetzt nicht mehr, nehme ich an. Bakalogid. Nur die Ivaldi. Nein, die waren dir wohl keine große Hilfe. Ebenso wie Fridtjof und sogar Ivaldi selbst. Dann gehen wir. Ich bedauere es wirklich, dass ich Svartal Fahelm ans Schurt fallen ließ. Wäre ich wachsamer gewesen, wäre Baldr vielleicht nie in seine Fänge geraten. Baldr? Mein Sohn. Ebenso gütig wie unbedarft. Beeilen wir uns. Wo geht es lang? Oh oh. Scheiße? Die redet Deutsch. Das habe ich nun davon, einer Zwergin zu vertrauen. Hier muss doch ein Hinweis sein. Der Hauptweg verläuft weiter nach Norden, fort von Ulda. Solch eine Straße führt sicher zu einer Stadt. Der Weg führt nach Westen, mit frischen Wagenspuren. Er wird wohl häufig benutzt. Okay. Es muss noch mehr Hinweise geben, um ganz sicher zu sein. Sieh dich um, Türe. Doch bestimmt bei diesen Zwergenstatuen da, oder? Was siehst du da oben, Söhnin? Zieh dich um, Türe! Den Weg zur Ausgrabungsstätte. Also, wenn das da keine Ausgrabungsstätte ist. Ah. Türe ist nicht überzeugt. Ja, komm, da ist noch ein Zeichen. Da, da ist noch was. Was haben wir da? Schriftzeichen vorsätzlich beschädigt und für mich ohnehin unlesbar. Türe, kannst du das lesen? Ja, ja, Fridtjof, Fridtjof, Dere! Hey! Bist du kein Hosselplum? Mein Agri nie so der Hiedig, Fridtjof! Fort immer! Ich finde dich beeindruckend. Hm? Andere Zwerge würden womöglich nur ihre eigene Haut retten wollen. Du jedoch begibst dich auf diese Reise, entschlossen, Fridtjof zu retten. Nun ja, Gaslev nimmt sich oder die Mache bei hier, nau, Gaslev. Ich wünschte nur, ich könnte dich so verstehen, wie du mich anscheinend verstehst. Wenn wir unser Ziel erreicht haben, hältst du dich von allen Gefahren fern. Versprich mir das. Kaum Weld. Wölfe. Warum ausgereicht? Dämliche Viecher. Komm, wir dürfen nicht heulen. Also, wenn eine nicht trödelt, dann die. Muss, aber ich suche nach dem Relikt. Fridtjof ist nur ein Zwischenschritt auf dem Weg dorthin.
Ich darf hier nicht erwischt werden. Wo sind wir jetzt? Mal auf der Karte gucken, damit ich mich ein bisschen orientieren kann. Ah ja, okay. An der Ausgrabungsstätte. Türe, sind wir am Ziel? Was ist das hier? Graben Sie hier nach Relikten? Frithjof, ja? Du glaubst, Frithjof ist hier? Finden wir es heraus. Warte hier. Okay, nochmal alle platt machen. Kein Problem. Ey, wo ist sie denn jetzt schon wieder hingelatscht? Tür? Türe, hallo? Wo ist sie denn? Ah, Frithjof. Hier muss doch der Schlüssel noch sein, Moment. Ich habe euer blödes Relikt gefunden. Und so dankt ihr es mir. Da unten? So ist's recht. Bleib du auf Abstand. Wie? Unter der Lava? Ihr werdet doch von Frithjof hören. Ihr Feuerriesen werdet meinen Namen fürchten. Ich habe euer blödes Relikt gefunden. Und so dankt ihr es mir. Ich fürchte Claude nicht. Bringt ihn her. Ich werde es ihm zeigen. So ist es recht. Bleibt nur auf Abstand. Verdammte Feiglinge. Ihr werdet noch von Frithjof hören. Ihr Feuerriesen werdet meinen Namen fürchten. Ich werde euch alle töten! Dafür, was ihr mir angetan habt! Und Ulda! Und Ivaldi! Ich habe euer blödes Relikt gefunden! Und so dankt ihr es mir? Frithjof! Wer will das wissen? So, Frithjof. Ah, okay. Muss doch diesen Schlüssel holen.
Okay, wo ist dieser komische Schlüssel? Da unten. Okay. Tor verleiht mir Kraft. Die Truhe hatte ich schon. Da ist der Schlüssel. Okay. Das muss der Schlüssel zu Fritjofs Zelle sein. Dann befreien wir den garstigen Zwerg mal. Gunbjörg schickt mich. Dein Volk und meines haben ein gemeinsames Ziel. Die Relikte. Nun, ich weiß nur von einem. Das verfluchte Ding hat mich geblendet. Wo ist es jetzt? Hol mich hier raus. Und ich sage dir, wo du es findest. Ja, kannst du laufen? Ich bin blind, nicht lahm. Aber ein falscher Schritt und ich bade in Lava. Dann werde ich dich tragen. Bleib leise, Fritjof. Und du pass besser auf, wo du hintrittst. Okay, dann bringen wir ihn mal zu diesem Berg. Natürlich kann ich nicht mehr klettern mit ihm. Gibt es hier noch andere Relikte? Keine Ahnung. Fritjof. Dicker kleiner Zwerg. Stern sei Dank, du bist in Sicherheit. Mir geht es gut. Also, den Umständen entsprechend. Hat er dich auch rausgeholt? Genug geschwätzt. Wo ist das Relikt? Plaudern ist nicht so deins, was? Machen Zwerge denn je was anderes? Guter Witz. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Das Relikt, das ich gefunden habe, ist bei Muspelzleuten. Im Palast, vermute ich. Und was ist es? Wenn ich das nur wüsste. Kaum hatte ich es aus dem Boden gezogen, gab es ein strahlend weißes Licht. Und das war das Letzte, was ich sah. Das habe ich nicht gefragt. Was vermag es zu tun? Außer unschuldige Zwerge zu blenden? Weiß nicht. Die Feuerriesen schienen auch nicht sicher zu sein. Deshalb haben sie es zu diesem Arschling von Gelehrten oben im Palast gebracht. Dieser Palast ist eine Feuerriesenfeste, vermute ich. Oh, ein Blitzmerker. Ivaldi wurde damit vor langer Zeit beauftragt. Jetzt ist Einar dort. Diese Eiterbeule. Er ist es, der dein Relikt hat. Einar. Eiterbeule. Einar. Arschling. Er hat uns verraten. Ein Zwerg, der für die Feuerriesen arbeitet. Glaub ihm nur kein Wort. Wenn du die Gelegenheit hast, töte ihn. Ich werde entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Wo ist dieser Palast? Wenn wir noch bei der Ausgrabungsstätte sind, kannst du ihn wahrscheinlich im Süden sehen. Ein überaus bescheidenes Gebäude auf einem großen Felsen. Überaus bescheiden, allerdings. Nun gut, ich werde mir dieses Relikt holen. Was wirst du tun? Was geht es dich an, wie auch immer du heißt?
Wenn ich herausfinde, dass du den Herrn Asgards belogen hast, werde ich mit dir reden wollen. Du bist... Ach du meine Güte. Ja, also, ich habe hier nichts zu verbergen. Wir gehen zur Zuflucht, um Gunnbjörg zu sehen. Wohlan. Wenn du die Wahrheit gesprochen hast, müssen sich unsere Wege nicht noch einmal kreuzen. Okay. Neue Quest, der Gelehrte und der Sonnenstein. Also hier geht's jetzt mit der Aufgabe richtig schön weiter. Ich verteile nochmal meinen Fertigkeitspunkt. Beherrschungspunkt. So, weil maximale Stufe mit 535 habe ich ja schon. Und dann rede ich nochmal kurz mit dem Frithjof, was er noch zu sagen hat. Was sind eure Pläne, nun da ihr beide frei seid? Tyre und ich werden wohl in der Zuflucht nach Gunnbjörg sehen. Also sobald ich bereit bin. Die letzten Tage waren etwas belastend. Einar! Bildtis Sohn am Einar! Sag nicht den Namen dieses Verräters. Nicht zu mir. Okay, also die gehen in die Zuflucht. Ich kann nochmal einen Screenshot machen. So einen Abschiedsscreenshot für heute. Oh, nicht wenn er da so nach oben guckt. Moment. So. Weil ich werde dann jetzt auch aufhören. Dann raiden wir noch zu jemand rüber, der sich freut. Okay. Komm, machen wir ihn so. Der gefällt mir. Genau, Enceladus. Aber der Frithjof ist ja blind, weil der geblendet wurde von dem Relikt. Der hat mich gar nicht gesehen. Ich bin da alleine durch meine Präsenz der Stimme so furchteinflößend. Ups. So. Gut, aber wie gesagt, wir haben jetzt die komplette Weltkarte aufgedeckt, bis auf die eine letzte Quest. Und da haben wir ja schon den Hinweis mit der Fähigkeit Wiedergeburt und Fertighorde. Das werde ich gleich nochmal, was heißt gleich, am nächsten Mal nochmal probieren. Und dann geht's hier hinten weiter. Bei Hatemars Palast. Aber das haben wir ja alles schon mal gemacht. Ist jetzt kein Thema mehr. So, gut. Dann speichere ich jetzt. Und sage für heute auf Wiederschauen. Es war mir ein Fest. Ein Spaß. Eine große Freude mit euch das hier zu machen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend. Wir sehen uns bald wieder. Diese Woche geht es jetzt noch ran an die Hauptquest. Und die letzten Stunden des Addons werden, glaube ich, nochmal schön reinhauen. Also, ihr Lieben, dann raiden wir jetzt noch und ich wünsche euch was. So. Muss nur noch kurz gucken, wen wir anraiden. Aber das finde ich dann schon. Bis dann. Tschüss. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich lauf, 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 lauf. Nehm's mit allem auf. Ich lenke die Geschicke, ertrage finstere Blicke. Bin durch die der Zauber heißt. Ich bin vollkommen, vollkommen verrückt. Ich bin unsterblich, unsterblich verliebt.
spiel Ego-Shooter. Ich bin vollkommen, vollkommen verrückt. Ich bin unsterblich, unsterblich verliebt in Computerspiele. Ich bin vollkommen.